Liebe Kinder, ich hoffe, ihr habt eure Eltern ins Bett geschickt. Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Und zwar spielen wir die Demo zu Outlast 2. Aber keine Sorge, es kann nichts passieren. Ich habe hier ein paar Kerzen aufgestellt, ich habe mir ein Pentagramm umgehängt, ich habe ein paar Kreuze aufgehängt. Was kann schon schief gehen? Ja, es ist Halloween. Und wir spielen den Teil 2 an. Allerdings hat die Demo inhaltlich wohl nichts mit dem zweiten Teil zu tun, sonst würde ich mich nämlich spoilern und das möchte ich nicht. Ich habe den ersten Teil verschlungen, wenn auch nur nach einem sehr schwierigen Start. Also ich habe, glaube ich, 3 Let's Plays gebraucht, bis ich es dann mal selber gespielt habe, aber der war einfach so toll, dass ich unbedingt wissen möchte, wie das weitergeht und vor allen Dingen, wie das ja so atmosphärisch weitergeht. Und ich glaube, ich mache mir jetzt gleich in die Hose. Wir starten einfach mal. Okay. Wir sind Blake Langerman, ein Kameramann, der mit seiner Frau Lynn zusammenarbeitet. Okay. Wir sind wieder ein Journalist und untersuchen. Ja, eigentlich wie im ersten Teil, ne? Da ist die Ähnlichkeit. Wir sind ja auch wieder mit einer Kamera unterwegs, also wir möchten Sachen aufdecken. Geschichten, an die sich sonst keiner rantraut. Also eigentlich genauso wie Miles Upshur im ersten Teil. Es gibt Hinweise, die mit einem Mord zu tun haben. Oh je, da wird es ja schon wieder furchtbar. Mord an einer schwangeren Frau, die Jane Doe heißt. Okay. Die Untersuchung hat uns in die Wüste von Arizona geführt. The darkness so deep. Oh, in eine Dunkelheit so tief, dass dort niemand Licht reinbringen kann. Und eine Corruption, ist das Korruption im Deutschen? So tiefgreifend. Okay, das verrückt zu werden wieder mal, dass die einzig vernünftige Wahl ist sozusagen. Ja, das ist doch wunderbar. Genau, also zusammengefasst eigentlich so das gleiche Setting, auch im gleichen Universum, aber natürlich hat das nichts mit den Hauptfiguren aus dem ersten Teil zu tun. Dann geht's jetzt mal los. Pregnant and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. Oh, the fuck! Did you see that? We lost the engine. Fuck! Fuck! Oh, Jesus Christ! Oh, I'm not, Julian. I've got you. Dieses Bild hat man schon im Teaser-Trailer zu Outlast 2 gesehen, dieses brennende Kreuz, was auch noch Kopf steht. Und jetzt hört sich's an, als wäre ich irgendwie auf der Flucht. Oder suche meine Frau gerade. Nach diesem Absturz. Da habe ich mir doch garantiert schon wieder irgendwas mindestens aufgeschürft, wenn nicht sogar gebrochen. Oh, meine Brille, ja. Nicht ins Auge pieken. Okay. Besser. Oh nein, ich will es gar nicht sehen. Aha, eine Kamera. Das bewegt sich alles ganz wild hier. Ich kann nicht so recht steuern, nur ein bisschen ungefähr in die Richtung so. Okay, jetzt kommt ein kleines Tutorial, kennen wir ja schon. Also rechte Maustaste, Camcorder. Lynn! Und ich suche meine Frau. Lynn! Kann auch ranzoomen wieder. Genau, wie im ersten Teil. Und was mir übrigens mal als erstes auffällt, das ist mir ein bisschen zu sensibel. So. Ja, immer noch sehr, aber geht. Was mir gerade noch eingefallen ist, wenn man mit der Frau unterwegs ist, dann böte sich ja fast ein Koop-Szenario an für diesen zweiten Teil. Aber wenn man natürlich ohne die Frau unterwegs ist, dann ist einem schon klar, welches Motiv man hat, hier in dem Spiel voranzuschreiten. Ah, ein Kaktus.
Ja, auf jeden Fall sah diese halbe Cutscene, die wir hier gerade gesehen haben, wie ich da runterpurzle, schon qualitativ wieder sehr, sehr hochwertig aus. Also ich habe auch festgestellt, ich weiß nicht, was eure Meinung ist. Was kommt jetzt? Ach so, springen, ne? Nee, Vault. Nee, das ist springen. So. Also meine Meinung war, dass auch die Grafik und die speziell die Cutscenes sich im DLC zum ersten Teil auch schon stark verbessert hatten. Und wenn die Entwickler jetzt erstmal ein bisschen mehr Geld in die Hand gedrückt bekommen nach dem Erfolg des ersten Teils, dann ja, habe ich auch schon eine ziemlich hohe Erwartungshaltung, muss ich zugeben. Ist nicht immer das Beste, aber ja, okay, jetzt bin ich mal still. Jetzt geht's hier mal los. Können wir da reingehen? Hello? Was? Ich kann klopfen? Okay. Wie I'm höflich. lost and hurt. Und ich kann. Mit gedrückt halten kann ich es öffnen. Okay. Nee, das kann ich jetzt natürlich nicht öffnen. Das ist zu. Keiner da, um mir zu helfen. Huhuhuhuhu. Okay, rennen kann ich auch. Kennt man. Ja. Zu viel Rennen muss auch nicht sein. Ich will ja nicht gleich in die Grusel-Action reinstolpern. Ich habe auch gehört, und das sage ich jetzt mal, bevor ich da einen Schritt zu viel mache. Ich gehe mal hier um die Ecke. Ich habe auch gehört, dass diese Demo hier natürlich jetzt vollgepackt ist mit Ekel und Horror und Stress und so, was ja ganz klar ist, weil man will hier gleich das Alleinstellungsmerkmal von Outlast rauskitzeln. Deshalb kann es ja auch sein, eigentlich, dass schon, auch wenn die Story noch nicht so darauf hindeutet, ich muss ja erstmal gucken, was hier passiert, dass aber es gleich hier total losgeht. Deshalb, ich stelle mich aufs Schlimmste ein. Wo ist Is eigentlich anybody there? meine Taschenlampe? Please. Ach nee, ich hatte ja eine Nachtsicht. So war das. Oh. Okay. Aber wollen wir mal erstmal die Batterie nicht unnötig strapazieren? Also bisher reagiert ja noch keiner auf mich. Aber das heißt ja nicht, dass keiner Bruce. da ist. Ich höre was. Wenn ich es orten müsste, würde ich sagen, von. Ich kann es nicht orten. Wahrscheinlich irgendwo vorne. Ich hoffe nicht in dem Kabuff hier hinter mir. Oh. Oh. Oh, die Puppe schwebt über dem Boden. Das ist extrem gruselig. Uah. Bin jetzt schon nur noch am Krauchen. Jesus. Man. No. Eigentlich müsste ich ein bisschen schneller sein. Hier muss gehandelt werden. Nein, 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 nein. Nicht gut. Aber ich bin halt so feige. Mich aber noch nicht gesehen, ne? Steht er da noch? Ich gebe gleich was dazu. Kommt ganz freiwillig aus meinem Magen raus. Ich dachte erst, es wäre ein Mensch. Ist ja ein Tier. Also, nicht, dass das nicht genauso schlimm wäre. Bitte mich da nicht falsch zu verstehen. Aber ein aufgespießter Mensch hätte mir für mein eigenes Schicksal noch weniger Hoffnung gemacht.
Aber ich glaube, da macht man hier auch keine Unterschiede. Im Zweifel. So, Freund, wo bist du? Kann ja übrigens gleich mal das Crouchen ausprobieren. Ah, das geht noch tiefer. Okay. Man kann nämlich in die Hocke gehen. Und man kann sich ganz hinlegen. Was ist dann... Oh. Noch eine Etage tiefer. Wenn man wie ein Mäuschen hier rum spazieren möchte. Ja. Ich gehe so ungern in so einen Lichtkegel rein. Nee. Muss ich? Alles wieder finster wie die Nacht. Batterien geht es auch schon zu Ende, zumindest mit der ersten. Ich weiß nicht, ich will da nicht rein, aber wahrscheinlich muss ich. Trick or treat! Hallo! Oh. 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 Ach so, das ist wieder die Versteckmechanik. Diesmal sieht man gar nichts. Aber man hört was. Vorher waren es Spinde, man konnte wenigstens sehen, ob da jemand rumläuft. Ich glaube, das sind nur die Fenster, die hier rumknarren. Geh mal wieder raus. Es wäre natürlich die Härte, wenn man hören würde, wie einer reinkommt und man nicht sehen würde, was der da macht. Oder ob er noch da ist oder was auch immer. Okay. Mal ordentlich wieder zumachen. Boah. Bilder von Kindern. Batterie gleich alle. Um die Fenster zu öffnen. Ach so. Okay. War jetzt noch so mittelmäßig. Über Kopfhörer eine ganz andere Kategorie bei mir gerade, aber ging noch. Es war nur ein Vögelchen. Was? Ich kann was schließen? Ach, das Fenster kann ich schließen. Das ist gut. So. Gehen wir denn lang? Gehen wir hier lang? Oder gehen wir hier lang? Ach so, das ist wieder langsam öffnen. Hab mich gerade gefragt, also ich habe jetzt extra lange gedrückt gehalten. Und dadurch habe ich sie natürlich festgehalten und langsam geöffnet. Ich wollte nicht einmal kurz drücken, weil ich dachte, dann klopft er ja. Aber warum soll man klopfen, wenn man in einem Gebäude drin ist, ne? So ein Blödsinn. Okay. Da könnte ich vielleicht durchkrabbeln. Aber ich guck mal noch, was auf der anderen Seite war. Auch wenn ich es vielleicht bedauern werde. Hm? Achso, das war die hintere Tür. Gut. Nee, ist klar, hier ist zu. Dann krabbeln wir jetzt durch den Zaun durch. Aber
Kurz darf ich nochmal in die Option. Es ist mir immer noch ein bisschen zu flott. So. Hallo. Hallo. Da raschelt was. Okay, ich lasse es jetzt einfach geschehen. Ich kann es ja nicht verhindern. Ich kann nur... kann nur flüchten im Zweifel. Oh, oh. Lange macht es die Batterie nicht mehr. Ja, schön, dass ich Latein hatte in der Schule. Alles weg. Ich sag nichts dazu. Dei ist des Gottes. So viel kriege ich noch zusammen. Also Genitiv von Deus. Aber ich glaube, das weiß man auch so noch. Okay, hier brauche ich keine Nachtsicht mehr, aber Batterie ist trotzdem am Arsch. Könnte ich mal eine nachwerfen. Wenn es drauf ankommt, habe ich sie. Und ich hoffe mal, dass die sich jetzt nicht verbraucht. Im ersten Teil war es ja so, nur die Nachtsicht hat Batterie verbraucht, was natürlich nicht ganz realistisch ist, aber hier passiert doch gleich was. Was sind hier für Fanatiker am Werk? Lag hier das Jesuskind? Hier wird so langsam was aufgebaut. Ich habe Angst vor dem Moment, wo es sich entlädt. Okay, wir können den Brunnen untersuchen. Das will ich dann auch gleich mal tun. Mit geschlossenen Augen am besten. Und mir fällt gerade auf, dass diese Kamera eine Funktion mehr hat. Man kann nämlich auf der linken Seite die Lautstärke sehen. Offensichtlich sogar in Stereo, also Left und Right. Ja. Okay, dann wird jetzt mal untersucht. Ja, ist klar. Das war mal mit Zunge. Habe ich gar nicht nachgefragt, aber ist egal. Ach, jetzt kommt wieder diese Umdrehfunktion. Linkes. Linke Alt-Taste. Okay, die ist jetzt zu weit entfernt für meine Tastenkonstellation, aber da könnte ich im Rennen oder im Krauchen könnte ich mich so umdrehen. Moment mal, kann ich darüber? Ah, ja. Okay. Bin ich also in irgendeinem Luftschacht?
Ich habe auch wieder nur eine eingeschränkte Sicht. Also, hier kann ich zum Beispiel gerade nicht weiter nach oben. Und weiter nach rechts und links als so geht es jetzt auch nicht. Und ich kann, bevor ich da um die Ecke gehe, also auch nicht so komplett rumschauen. Ich muss erstmal hier so, der geht dann von alleine ums Eck. Ich bleib hier drin. Hab gerade festgestellt, dass meine letzte Batterie ja jetzt auch schon wieder zur Hälfte runter ist. Es ist erfreulich hell hier drin, aber ich weiß nicht. Sieht aus, ist das ein Klassenzimmer? Ja. Ja. Okay. Ah, eine Batterie. Eine Batterie. Jetzt haben wir wieder zwei, immerhin. Oh. Von 92. Ja, also man ist hier streng gläubig, aber die Frage ist, ob es nicht etwas zu sehr in den Fanatismus reingeht. ja, da geht's lang. Da kann ich mich noch nicht mal verkrümeln. Hier geht's auch lang. Ich probiere mal hier. Stockfinster. Das wird auch nicht besser sein. Da geht's noch nicht mal auf. Okay. Wenigstens guckt hier keiner um die Ecke. Okay, stockfinster heißt, wir müssen wieder cheaten. Was mache ich denn hier überhaupt? Ich suche doch meine Frau. Aber doch nicht in der Schule. Ich hoffe, ich kann mir sowas wenigstens merken über die nächsten 30 Sekunden, wenn ich jetzt hier zurückflüchte, dass ich mich irgendwo verkrümeln kann. Oder wenn jetzt von vorne... Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Person, aber das ist wieder mal das sehr gut dargestellte, verschmierte Display. Ja, nachladen habe ich schon irgendwie gecheckt. Wollte ich jetzt aber gerade nicht machen. War da was? Waren da gerade Füße? Oder habe ich mir die auch eingebildet? Okay, wenigstens, geizt man in der Demo nicht mit, Batterien. So, theoretisch, wenn ich hier keinen sehen kann ohne Nachtsicht, kann mich ja auch keiner sehen, aber das hat schon im ersten Teil nicht funktioniert, da hatten die Viecher irgendwie... Oh. And Lynn. Was? When we were... Da hatten die Viecher schon auch gefühlt so irgendwie eine Nachtsicht und konnten mich überall orten. Okay. So. Also Lynn habe ich gehört. Hat er noch was von Jessica gesagt? Ja. This was Jessica's. Meine Tochter oder was? Oh. Wir haben doch keine Zeit für Spielchen. Jetzt bloß nicht nach links gucken. Bloß nicht nach links gucken. Nein, 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 nein. Erstmal Abstand. Mäh. Das ist aber eher eine geisterhafte Erscheinung hier als wirklich eine physische Präsenz. Oh, oh, oh. Ja. Beruhigen wir uns mal wieder. Also, ich sprach jetzt gerade mit mir selbst. Ja gut, was soll der Geiz? Neue Batterie. Und weiter geht's.
Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ah! Du Scheiße. Ich habe nur so getan, als wenn ich mich erschrecke, ne? Für den Effekt. Nichts passiert. Nichts passiert. So, Moment, jetzt bin ich an der anderen Seite, oder? Nee, das war ja eigentlich die Seite, wo ich reingegangen bin. Okay. Hilft nichts. Geht auf jeden Fall nicht weiter. Ja. Mein Gott. Was war denn das für ein Freund? Okay. Wenn ich es einmal probiert habe an den Türen, dann zeigt es mir offensichtlich auch an, dass es... dass es da auch nicht weitergeht. Ah ja. Die Tür, die in eine andere Dimension führt. Wer kennt sie nicht? Nehme ich. Hauptsache, ich komme wieder nach Hause. Hä? Hä? What? Es wird zunehmend übernatürlich in Outlast. Naja, nicht, dass es das nicht schon im ersten Teil gewesen wäre, aber jetzt wird's... Jetzt tauche ich, glaube ich, selber schon in irgendwelche Welten ein. Hä? Ein verschneiter Schulhof? Haben wir jetzt Winter? Ist mir vorher nicht aufgefallen. Okay, das schaffen wir ausnahmsweise mal ohne Batterie. Hoffentlich. Hoffentlich. Jessica. Peak. Oh, der P ist auch wieder zu weit weg. Achso, die. Die habe ich anders belegt. So. Okay. Okay, dann pieken wir mal. Und zwar einmal hier. Und einmal da. Hallo? Oh. Och nö. Oh, da ist so schwarzer Rauch. Oh Gott, Jess. Nee. Wer war das? Tja, okay. Das ist dann die Befürchtung, dass das meine Tochter ist. Ich bin weg. Bin nicht da. Bin nicht da. Bin wieder da. Hallo? Hallo? Oh! Ende. Nicht mit mir. Nicht mit mir. What? Hilfe! Oh. Okay, verkrümmel mich. Der Teil des Spiels, den man als Cornfield Chase schon, von dem man schon gehört hatte. Jetzt erlebe ich ihn live. Wie schön. Wo muss ich hin? Oder muss ich einfach nur weg?
keine Orientierung, aber ich will nicht auf so einen Weg treten. Wow. Oh. So finster ist es gar nicht mal. Ich brauche keine Nachtsicht. Da läuft irgendwo jemand. Ach du Scheiße. Wo kam denn der her? Freundchen. Hättest du ja auch ein bisschen besser ankündigen können. Um Gottes Willen. Nicht nochmal. Ich hau ab. Nein, 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 nein. Auch nicht besser. Auch nicht besser. Oh. Shit. Sind sie auf einmal überall. Ay caramba. Frage ist, ob sie mich sehen können, wenn ich aufrecht laufe. Aber ich will es nicht ausprobieren. Oder doch, mal kurz. Mal. Eigentlich ist das doch hoch genug. Aber wenn man aufrecht läuft, sieht man weniger. Weil dann zu viele Stängel und Blätter im Weg sind. Oh. So komme ich natürlich auch nicht wirklich schnell voran. Ich glaube, ein Ziel würde mir jetzt auch nicht helfen, denn ich würde es nicht finden. Das war ja immer die Krux in Outlast, dass man irgendwie nicht nur fliehen muss, sondern auch wissen muss, wohin man flieht. Oder was man als nächstes sucht. Da läuft einer. Da kraucht einer und zwar genau auf mich zu. Komm, hau ab, hau ab. Die beste Taktik ist wahrscheinlich, direkt einem hinterher zu laufen. jetzt bin ich, glaube ich, wieder da, wo ich schon mal war. Okay, ich probiere es mal, obwohl das meiner Feigheit widerspricht. Probiere es mal da, wo Licht ist, oder nicht? Oh, Hilfe, Hilfe. Wo, wo, wo? Nein, 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 nein. Okay, man kann relativ nah an ihnen dran sein. Sie sehen einen nicht sofort oder überhaupt nicht. Aber man sollte nicht reinlaufen. Wo ist er? Oder muss ich da hin? Wo kam ich her? Wo kam ich doch her? Oder? Oh, oh, oh. Ich glaube, hier bin ich geflohen. Hier kam ich raus. Puh. Probieren wir es mal in die Richtung. Leute, ist nur noch eine Frage von Stunden. Ich hab's gleich. Hab's gleich. Ich weiß ja noch nicht mal, wie viele das hier sind. Das Erfreuliche ist, Geräusche scheinen hier nicht das Problem zu sein. Ich kann mich also bewegen und keiner hört mich. Ich sitze hier wie der Affe auf dem Schleifstein. Zum Glück kann man mich nicht sehen. So, jetzt probieren wir es mal da. Da, wo das Licht ist. Eieiei. Oder man hat hier einfach nur... ich schon wieder eine Taschenlampe. Oder man hat hier einfach nur... ein paar Orientierungspunkte eingebaut. Ich höre schon wieder jemanden.
komm schon. Lauf da lang. Jetzt bewege ich mich natürlich wieder am äußersten Rand der Karte hier. Ja, da kommt eine Taschenlampe. Die wollen wir mal umgehen, wenn möglich. Hallo? Hallo? Oh, ich sehe was blinken. Eine Batterie. Ach, ein bisschen helfen sie schon. Vielleicht hätte ich mal die Nachtsicht machen sollen. Nachteil einer Nachtsicht ist auch, man kann so... Ah, man kann so schlecht beurteilen, ob die... wie die Sichtverhältnisse für die Gegner sind. Jetzt kommt der genau hier hin. Na, wo willst du lang? Ja, hier willst du lang, super. Alter. Läuft aber auch immer genau dahin, wo ich mich verkrümelt habe. Hallo! Nein! Ich will die Batterie da haben! Hau ab! Hau ab! Seid da alle weg? Zurück, zurück. Uah, da ist noch mal einer. Oh, oh. Das war ich aus Versehen. Vor lauter Anspannung schon den Finger nicht mehr angespannt und die Taste losgelassen. Oh, oh, oh. Wo muss ich denn lang? Wo will ich denn hin? Wahrscheinlich ist es eh irgendwo in der Mitte. Und ich laufe hier nur feige am Rand lang. Oh, jetzt bin ich allerdings auch in die Enge getrieben. Nein. Ah! Ah! Ich renne! Lass mich in Ruhe, nein. Ah, Batterie ist alle. Scheiße. Ja. Was kann ich hier tun? Ah, jetzt kommt das Katz-und-Maus-Spiel. Na super. Mountain of Zion is desolate, and foxes walk upon it. Hey. Bisschen mehr Individualabstand, ja? So. Oh. Nicht gut. Ich renn dahin. Sieht gut aus. Ah, sieht gut aus. Nein. Oh. Oh.
Okay. War gar nicht so schlimm. Hat ein bisschen gezwickt am Ende, so im Schritt, aber ja. Okay, im Frühjahr 2017, wenn alles klappt, geht's dann weiter. Also nicht direkt weiter, denn das war ja hoffentlich nicht direkt aus dem Spiel. Ich will mich ja wie gesagt nicht spoilern, aber schöner Einblick, ja. Ich würde jetzt sagen, ich habe es überlebt, aber das gilt nur für mich, nicht für den Hauptcharakter. Wir sehen uns, Freunde. Bis dann. Tschüss.